So Freunde, hier haben wir jetzt schon alle Zutaten, was wir für unsere Guacamole benötigen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Schatz nickt. Wir haben zwei kleine Schalotten, zwei Knoblauchzehen, zwei Avocados, da die etwas reiferen nehmen. Ja, die lasse ich schön drücken, die scheinen gut zu sein. Dann haben wir eine Limette, so kleine Tomaten, die habe ich gerade frisch geerntet aus dem Garten. Und ganz wichtig, statt ein Koriander nehmen wir hier Petersilie. Auf Wunsch von meinem Schatz, die steht nicht so auf den Koriander. Gut, dann würde ich mal sagen, hacken wir die Schalotten, Knoblauch, die Tomaten und den Petersilie. Ja, und Avocado tun wir gleich ausschälen und kleinstampfen. Oder mal gucken, wie Schatz das macht. Ja, mein Schatz ist da viel praktischer als ich. Na, stell dich wieder scharf. Stell dich nicht scharf, was ist das jetzt? Wie, du zupfst jetzt da jedes Blättchen einzeln ab? Ja, ihr wolltet den harten Stängel nicht da drin. Okay. Aha, die Tomaten tust du da auch einfach rein? Sie redet heute nicht mit uns. Niha! Avocado einmal ringsrum aufschneiden mit diesem monströsen Kern innen drin. Am besten nicht in die Finger schneiden dabei. Ja, und dann kann man auch schon braune Stellen vorher raus und dann mit dem Löffel raus und mit der Gabel zermatschen. Hätte ich das jetzt mit der Gabel vermanscht, wie mein Schatz das macht, habe ich noch keine Ahnung. Ich lasse mich jetzt ganz einfach, genau wie ihr, überraschen. Musst du jetzt bloß mit dem Löffel jetzt vermanschen? Das ist doch alles schon babbelweich. Babbelweich? Ich hau mich weg. Also, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich das jetzt im Thermomix gemacht. Hättest du auch machen können. Aha, doch noch die Gabel zum Einsatz. Ja, dann müssen wir es nachher bloß noch mit dem hier vermischen. Und ja, die Limette hineindrücken. Und dann noch etwas Salz. Ja, und jetzt bin ich ja gespannt, wie das schmeckt. Also Leute, früher habe ich nie Avocado gegessen, aber mal beim Mexikaner habe ich auch dieses grüne Zeug probiert. Ja, und dann habe ich festgestellt, ich habe Avocado gegessen. Dann würde ich mal sagen, wenn das jetzt verrührt ist, abgeschmeckt ist, noch mit Limettensaft und Salz machen wir Probierle. Würde ich nicht einmal. Ein bisschen Salz, aber nicht viel. Lecker. Also so einfach geht eine Guacamole. Ohne viel Aufwand, ohne viel Aufriss. Okay Leute, jetzt warten wir aber bis draußen das Essen fertig ist. Ein Tipp noch dazu. Moment, gehen wir wieder rüber.
habe ich mich auch schlau gelesen. Das Zeug soll ja angeblich recht schnell braun werden. Da tun wir einfach die Kerne reinlegen und die verhindern das anscheinend. Und vorm Servieren tut man die Kerne dann einfach wieder raus.